Im heutigen Video schauen wir uns einmal die Kameraqualität und das Flugverhalten der FIMX 8SE 2020 Drohne an. Im ersten Teil zu der Drohne, wo ihr die technischen Daten erfahren habt, haben wir schon herausgefunden, dass es sich dabei um eine sehr gute Preis-Leistungs-Drohne handelt. Jetzt wollen wir aber wirklich mal mit Teil 2 starten. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr auch in Teil 2 dabei seid. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn gerne hier angucken. Jetzt legen wir los mit dem Flugverhalten und der Kameraqualität der Drohne. Wir starten mit dem Flugverhalten und ich würde sagen, wir gehen dafür raus und fliegen eine Runde mit der Drohne. So, ich bin jetzt mittlerweile draußen angekommen und ich würde sagen, wir starten einfach mal nochmal mit dem Aufbau der Drohne, bevor wir uns jetzt mit dem Flugverhalten auseinandersetzen, weil das sicherlich auch interessant zu sehen ist. So, hier habe ich die Drohne einmal schon in einer Extratasche. Wenn ihr dazu noch etwas genauer sehen wollt, dann vielleicht in einem späteren Video. Aber auf jeden Fall hat man hier die Drohne, die Fernbedienung und den Akku. Gut. Wollen wir die Drohne jetzt flugbereit machen, müssen wir als erstes das mitgelieferte Verbindungskabel, was ich jetzt hier drin habe, einmal an das Handy anschließen, was man auch zum Fliegen benötigt. Und dann an die Fernbedienung. Und das geht leicht. Dann verschwindet das Kabel hier in dem kleinen Kabelkanal. Und wir können hier die Lasche öffnen und das Kabel leicht hier reinstecken. So, als nächstes mache ich es immer so. Ich mache mal ein bisschen Platz. Dass ich mir hier die Drohne schnappe und die erstmal aufklappe. Da muss zum Fliegen natürlich auch der Gimbalschutz ab, das ist klar. Und der Akku, welcher wir durch Knopfdruck sehen können, der ist vollgeladen. Alle Lampen leuchten. Den setzen wir dann hier in die Drohne ein. Schön feste drücken, damit er beim Fliegen nicht rausfällt. Gut, dann schalten wir jetzt einmal die Fernbedienung ein, mit einmal kurz und einmal lang. So schaltet man auch die Drohne später ein. Und dann Dateiübertragung aktivieren. Und dann öffnet sich auch schon die FIMI Navi 2020 App. Wenn nicht, müsste sie einfach manuell öffnen. Wir klicken auf Enter Device und aktivieren die Drohne mit einmal kurz und einmal lang. Wir sind schon bei der Fernbedienung. Dann gibt es ein kleines Startgeräusch. Die Drohne fängt an zu blinken. Und wir sollten jetzt gleich auch ein Live-Bild zu sehen bekommen. Kurz abwarten. So, jetzt haben wir ein Live-Bild von der Drohne bekommen. Ich lege die Fernbedienung mal hier vor. Jetzt wird hier oben VPU in der App angezeigt. Jetzt auch nicht mehr VPU, also einfach, dass er noch nicht genug Satelliten gefunden hat und noch nicht starten kann. Wir haben jetzt 11 Satelliten, damit könnten wir theoretisch schon starten. Das System braucht immer ein bisschen, um zu starten, aber ich finde, das ist in Ordnung, vor allem auch bei dem Preis. Gut. Dann richte ich die Kamera jetzt etwas neu an und wir sehen uns gleich nochmal. Ich habe die Drohne jetzt da auf dem Boden positioniert. Wir sehen ja, der App hat noch 99% Akku. Und ich würde sagen, mit 99% Akku kann man guten Gewissens einfach mal starten. Das machen wir hier, indem wir bei der Fernbedienung die Steuerknüppel nach innen drücken. Dann gehen die Rotoren an. Genauso könnten wir sie auch wieder ausschalten. So, hehe, eigentlich wollte ich gerade starten, aber ich habe, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt in der App, einen Anfängerfehler gemacht. Hier unten stand nämlich No Card. Das heißt, ich hatte keine SD-Karte eingelegt. Jetzt habe ich aber eine eingelegt. Und ihr seht, ich habe noch 230 GB Speicher, das sollte also dicke reichen. Dann starten wir einfach mal die Rotoren. Und dann geht's auf in die Lüfte. Oh, wir wollten ja jetzt was zu dem Flugverhalten besprechen, also fangen wir damit mal direkt an. Ich fliege mal etwas an die Kamera ran. Und ihr seht, die Drohne steht eigentlich ganz gut in der Luft. Jetzt mal ein bisschen weiter weg, damit ihr mich auch versteht. Also die Drohne steht eigentlich recht stabil in der Luft. Natürlich wackelt sie manchmal hin und her.
Wir wissen ja, sie hat GPS, GLONASS, Beidou an Bord und dazu hat sie noch eine Kamera und einen Ultraschallsensor auf der Unterseite. Das heißt, es soll eigentlich relativ stabil gehen und das tut sie auch. Also sie macht jetzt nicht ganz einfach zufällige Bewegungen zur Seite. Das schafft die Drohne eigentlich schon ganz gut. Es ist jetzt noch keine DJI-Qualität, aber man muss auch den Preis von 300 Euro berücksichtigen. Und für diesen Preis schlägt sich die Drohne, ich hole sie nochmal näher ran, echt gut in der Luft. Gut, dann fliegen wir mal los. Ich kann die Drohne mit der Fernsteuerung sehr präzise steuern. Ich starte an dieser Stelle auch meine Aufnahme. So, zack, Aufnahme gestartet. Ein bisschen auf den Boden richten, den Gimbal. Also ich kann alles sehr präzise steuern. Ich kann hier schön rumfliegen. Zu Kameran, zum Footage kommen wir gleich noch. Ich werde jetzt mal etwas weiter wegfliegen. Wir sehen jetzt, ich bin 46 Meter weit weg. Geht das Ganze mal etwas weiter. Ich kann die Drohne immer noch gut am Himmel erkennen. Die ist ja auch relativ groß für heutige Verhältnisse. Auch wenn sie für mich immer noch als kompakt ist, vor allem wenn man sie gut zusammenfalten kann. So, wir sehen, die Verbindung von Bild und Fernbedienung ist noch weiß. Das heißt, das Beste, was möglich ist. Ich kann die Drohne immer noch gut am Himmel erkennen. Die Verbindung ist immer noch weiß. Ich komme jetzt mal wieder zurück. Ich könnte noch bis 300 Meter weitergehen, aber das wird für dieses Video einfach zu lange dauern. Also wir können also sagen, dass die Flugverbindungsqualität sehr gut ist und dass wir die Drohne feinfühlig steuern können. Das Flugverhalten würde ich also schon ziemlich gut bewerten, weil sich die Drohne sehr gut in der Luft schlägt, ich kann sie gut steuern und auch die Verbindung ist sehr stabil. Jetzt geht es aber wieder um die Kamera und den Gimbal. Und ich würde sagen, wir starten mit der Kameraqualität. Und als erstes kurz eine kleine Anmerkung. Die Drohne kann zwar in 4K aufnehmen, dieses Video ist allerdings nur in Full HD. Das heißt, die Aufnahmen von der Drohne sind auch nur in Full HD. Es wird in Zukunft aber auch noch ein Video kommen, wo ihr einfach nur 4K-Footage der Drohne zu sehen bekommt. Also das werdet ihr auch noch sehen. Damit ihr euch ein gutes Bild machen könnt, das kann man nämlich auch von dem Full HD-Footage ganz gut. Hier ein kurzer Einspieler davon. Jetzt gehen wir auch wieder raus und achten auf die Kameraaufnahmen. Aber weswegen man sich eine Kameradrohne bestimmt auch kauft, ist wegen dem Footage. Und deswegen habe ich gesagt, cool, kommen wir einfach nochmal wieder raus und schauen uns das Footage bzw. die Arbeit des Gimbals an. Wenn ich hier jetzt einfach mal kurz so ein bisschen flach über dem Korn hier fliege, es ist noch kein Korn, das weiß ich auch, aber könnte ich ja mal machen, dann sehen wir schon, auf dieser kurzen Höhe arbeitet der Gimbal sehr gut und das Videobild sieht sehr gut aus. Ich fliege jetzt vielleicht nicht ganz genau nach vorne, aber eigentlich lässt sich das Ganze schon ganz gut steuern. Jetzt fliege ich mal etwas höher und schwenke den Gimbal dabei nach unten. Wir sehen, alles funktioniert gut. Ich kann den Gimbal feinfühlig steuern, der zieht auch in nichts nach. Ich kann jetzt hierher fliegen. Klar, wenn ich jetzt hier direkt in die Sonne reinfliege, dann ist hier entweder der Himmel überbelichtet oder der Boden unterbelichtet. Wir können auch mal diesen Schwenkpunkt hier ausprobieren. Ich finde, das macht die Drohne aber eigentlich ganz gut.
Wie gesagt, in diesem Video wird jetzt Full HD Footage für euch zu sehen sein. In einem anderen Video zeige ich aber auch nur 4K Footage von der Drohne. Das Fliegen war mit dem Ding macht auch echt viel Spaß und vor allem, weil man damit so ziemlich gute Aufnahmen erstellen kann. Für meine Meinung nach ist die Drohne konkurrenzlos in der Preisklasse von 300 bis 400 Euro. Also der macht wirklich kaum eine Drohne bessere Aufnahmen. Der Gimbal arbeitet sehr gut. Wie gesagt, ich konnte keine Ruckler am Bild erkennen. Auch nicht, wenn ich mir sie auf einem großen Monitor anschaue und auf diesem Vorschaubild schon mal gar nicht. Und ja, eigentlich macht die Drohne einen ziemlich guten Job. Die in 12 Megapixel aufgenommenen Fotos sind etwas schwächer als die Videos. In der Preisklasse kann man aber definitiv nicht meckern, da sind sie auf jeden Fall noch top. Hier seht ihr nun einige Testfotos eingeblendet. Jetzt wisst ihr, wie sich die Drohne in der Luft verhält und wie ihre Aufnahmen aussehen. Schaut gerne beim dritten Teil vorbei, wo wir die autonomen Flugfunktionen gemeinsam austesten werden. Bis dahin und ciao!